So, Hallöchen zurück zu Let's Play The Witcher 3 und ihr hört jetzt verdammt nochmal auf zu spucken. So ein Spuckiagler, aber richtig. Gut, wir machen hier die Nebenquests mit Holofernus Meiersdorf. Holofernus Meiersdorf, also, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Freut mich, Geralt von Riva. Ich weiß, wer du bist. Hab dich am Haar erkannt. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe auf jemanden wie dich gewartet. Etwas hat uns die Felder und Bienenkörbe zerstört. Wir glauben, dass es das Bienenphantom war. Ui, klingt aber spannend. Obwohl, kannst du es beschreien oder dann erst über die Belohnung reden? Reden wir erst über die Belohnung. Was meine Belohnung betrifft. 246. Da gehen wir mal auf 300 nach oben. Honigwab wirft nicht mehr so viel ab, seit das Phantom da ist. Würdest du mit dem Preis runtergehen? Weil du es bist. Wie du willst. Wenn du das Phantom nicht los wirst, sind wir ohnehin geliefert. Ich betrachte deine Gebühr als Investition. Also abgemacht? Abgemacht. Sehr schön, dann legen wir mal los hier. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein. Er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Dann buddeln wir aus, oder nicht? Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Sehr schön. Hier entlang. Folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Wie die laufen, ey. Voll putzig. Voll Muskeln, ey. Schau mal die Hosen an, ey. Die Waden lecken mich fett, du. So. Aber ihr habt es hier voll schön, ne? Wisst ihr das? Saftige grüne Wiesen. Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Durchsuche die Spur nach Anhaltspunkten. Novigrad ist voller Geizhälse. Alter. Die Geizhälse, andere Geizhälse übers geizhalsige Ohr haben. Erschreckt mich nicht so. Wer war denn das von euch, Doldis? Da vibriert es schon wieder. Das Bienenphantom hat große Füße und es ist ganz schön schwer. Ach du Scheiße. Geht das schon wieder los, da? Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Durchsuche die Gegend mit Hilfe deiner Hexensinne. Da drüben sind auch wieder so komische Viecher. Gut, dann schwimmen wir mal darüber. Ist hier was? Bis auf die Truhen, die wir Geld selbstverständlich mitnehmen. Okay, aber die Welt ist es nicht, ne? Halt die Frage, finden wir da drüben was? Weil das ist ja recht groß hier, ne, das Gebiet. Aber hier entfernen wir uns, also muss es hier irgendwo sein. Hier vielleicht? Weiß es nicht.
Was haben wir hier? Fläschchen, Stahlblech. Nochmal ein Fläschchen. Quecksilberlösung. Okay, bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Das muss hier irgendwo sein, weil es hier auch schon wieder aufhört. Da ist noch Käse. Vielleicht unter Wasser. Na, komm runter mit dir. Das Wasser ist nicht zu tief. Müssen wir doch hier rüber. Betrunkene Tode, hey, ihr Säge. Kein Teich ohne Ertrunkene. Aber die haben die Körbe nicht zerstört. Ui. Ja. Wow. Leck mich fett. Okay, und wieso ist es hier schon wieder so laut? Jetzt muss ich doch mal umstellen. Nee, von der Lautstärke passt. Das war jetzt ja richtig laut. Glitzefix. Okay, ist es anscheinend doch nicht da in der Gegend. Weil da haben wir auch schon wieder den Rand gesehen haben, wo das Gebiet eingegrenzt wurde. Ach ja, das kann ja eiter werden. Einen Moment, ich trinke kurz einen Schluck. Ich muss natürlich die Stimmbänder immer mit ein bisschen Wasser ölen. Wenn man dann zu viel redet, etc. So, Freunde, auf geht's. Auf! Wohin? Wo könnte man da jetzt hingehen? Ich hoffe, der hat er gespeichert gehabt. Das Bienenphantom hat große Füße und es ist ganz schön schwer. Jo! Blut, trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Frost bedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Möchte wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Ich auch. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Ich weiß nicht, soll ich... Ich muss noch mal hier hin. Was wollen die? Ich habe doch hier schon alles durchsucht, Freunde. Frost bedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. So, das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ich werde mich mal ein bisschen umrüsten, Freunde. Indem wir das Nekrophagenöl verwenden. Nur wo ist es? Schwalbe, Donner. Reliktöl, Okroidenöl, Vampiröl, Konstruktöl, Insektoidenöl, Hybridöl. Bestienöl, Drakoninöl, Geistöl. Da haben wir es ja, Nekrophagenöl. Wir rüsten uns damit ein bisschen aus. Und ich denke auch ein bisschen. Ich weiß nicht, Schutzschild wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir gucken nochmal. Pistarien. Nekrophagen. Hier haben wir Ertrunkene. Das sind ja eigentlich Ertrunkene, ne? Das Igni-Zeichen. Okay, dann nehmen wir doch das Igni-Zeichen wieder. So. Kein Teich ohne Ertrunkene. Wir haben die Körbe nicht zerstört. Alter!
Nein! Okay, wir müssen die doch besiegen. Scheiße, Mann. Das wird heute mal wieder eine super Folge, Franconia. Ich kann da keine Bomben nehmen, ne? Eigentlich nur das Igni-Zeichen, beziehungsweise das Nekrophagenöl fürs Schwert. Viele Entscheidungen haben nicht nur sofortige Auswirkungen, sondern ziehen Konsequenzen nach sich, die erst viel später offenbar werden. Ja, ich glaube, da gibt es auch ja drei, so viel ich mich erinnern kann, entweder drei oder vier alternative Enden für das Spiel. Und da bin ich mal gespannt, oder mehr, ich weiß es gar nicht mehr. Gut, wenn wir es sehen, ne? Wenn wir es irgendwann mal in 3-4 Jahren durchgespielt haben, das Spiel. Aber eigentlich sehr, sehr cool, soweit bis dahin. So. Dann werden das wir doch... Das Bienenphantom hat große Füße und es ist ganz schön schwer. Bedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Soweit, so gut. Dann Blut, das trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Möchte wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Ziehleine. Was, Ziehleine? Junge, ich helfe dir. Gut, gehen wir nochmal zurück ins Inventar und rüsten uns aus. So, mit dem Nekrophagenöl müsste das sein, nicht das da, ne? Genau, verbessert das Nekrophagenöl. So. Mal schauen, wie wir uns am besten da ranschleichen. Ihr Stinker hier. Ist bis jetzt nur einer hier? Wo sind die anderen alle hin? Suche die Gegend mit deinen Hexen nach Anhaltspunkten. Ach, der hat was liegen lassen. Monsterherz. Also, wo sind wir jetzt? Sind die Gegner vor allem, ne? Hier vibriert's, hier vibriert's. Ist aber nichts zu erkennen. Wo sind die ganzen Toten hin? Das ist sehr, sehr merkwürdig. Nehmen wir mal das auf. Blut, trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Blut, trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Bedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Das Bienenphantom hat große Füße und es ist ganz schön schwer. Wird das jetzt die Quest aktualisieren, oder? Was, wenn ein Halbling Hexer wird, hä? Ja, was soll's sein? Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Etzerle! So, ihr Lackaffen. Auf ein neues, ihr Stinke. Dein Teich ist ertrunken.
Aber die haben die Körbe nicht zerstört. Alter Verwalter. Es ist wenigstens einer weg, so. Junge, 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 macht ihr mich kaputt. So, jetzt können wir ja hier was aufsammeln, theoretisch. So. Ja, jetzt sind wir hier doch schon der Sache wegen näher. Kleines blaues Mutagen und wir werden mit dieser Quest kurz nach vorne schrauben. Dann sind wir wieder aufgeladen. Wunderbar. Ach, da ist was. Was ist das für eine Ruine? Okay, die Spuren führen hier entlang. Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Hm? Oh Mann. Ich ahne wieder Schlimmes hier. Ich ahne wieder Schlimmes. Vielleicht auf die andere Seite. Öffne den Keller. Ist das hier wieder Ort der Macht? Nee, oder? Eine Wasserflasche. Ein Draht. Zwergenschnaps in Hülle und Fülle. So, gibt's hier was Außergewöhnliches? Da unten ist eine Tür, genau. Dann gehen wir mal hier rum. Ah, schon besser. Verschlossen. Ich habe den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. So, greif mal an, hat er gesagt. Hallo? Wie komme ich jetzt da rein? Abgeschlossen? Jetzt ist er gleich. Bienenphantom, leck mich fett. Okay, wir müssen, ne? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Phantom. Ein Hund, der wird gejagt. Phantom der wilden Jagd, alter Verwalter. Scheiße. Scheiße, ich kann hier nichts anwenden. Fuck, fuck, ich bin gleich tot hier. So, ganz ruhig, die Zipfelklatsche. Achtung, Wasserflaschen haben wir noch. Ja, mit Feuerschaden klappt es ganz gut hier.
Komm schon, Junge. Jetzt haben wir gleich. Jo. Alter, was bekommen wir? Monsterblut, Trophäe des Hundes der wilden Jagd. Kleines rotes Mutagen, geil. Yeah, sehr schön, sehr, sehr schön. Sieht auch hier richtig cool aus, ne? Wir müssen zurück. Nehmen wir natürlich noch alles mit. Ich bin gespannt, was die Jungs sagen. Ey. Zu meiner Beute. Aber erstmal meditieren wir. So viel Zeit muss sein. 6 Uhr in der Früh haben wir. Wunderbar. So, da bin ich wieder, meine Freunde. Wie ist das gelaufen? Hast du das Phantom vertrieben? Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer! Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Kein Problem. Genug für heute, Jungs. Gehen wir heim. Morgen haben wir viel vor. Wir müssen die Körbe wieder aufbauen, die der Hund zerstört hat. Arbeit, 249. Sieh sich den einer an. Die Honigwaben, die sind bestimmt nicht schlecht, ne? Die kann ich überall hier abziehen, ne? Oder? Oh. Autsch. Ich weiß nicht, kann ich die essen, oder? Die kann ich essen bestimmt, ne? Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Da haben wir noch was. Oh. Sehr schön, da drüben haben wir noch was. Du bist ein guter Mann, Geralt. Ich weiß. Ich bin der Beste. Schluss damit. Da kommt jemand. So, liebe Freunde. Ach, ist das hier schön. Ich sag's euch. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier. Also das sieht ja krass aus, ne? Machen wir hier eine kleine Rast, sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Witcher 3. Servus.